Wie gut ist es und wie schön, wenn Brüder und Schwestern in Eintracht beisammen sind. Mit diesen geradezu schwärmerischen Worten aus dem Buch der Psalmen heiße ich Sie alle willkommen. Frauen und Männer aus verschiedenen Generationen und Gruppen, besonders die Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz mit dem Team aus Bonn, das für den organisatorischen Rahmen unserer Tagung sorgt. Und nicht zu vergessen unsere Miserior-Gäste, die von Kolumbien aus angereist sind und bei uns da sind. Alle gehören wir zum Volk Gottes, in dessen Dienst wir gerufen sind. Einen extra Gruß richte ich an den apostolischen Nuntius, Herrn Erzbischof Dr. Nikola Eterovic, der den Heiligen Vater in Deutschland vertritt. Einen Gedanken von Papst Franziskus möchte ich gern aufgreifen, weil er sehr gut für unsere Versammlung passt. In einer Predigt erinnert Franziskus an ein Wort des Kirchenvaters Basilius, der den Heiligen Geist als Harmonie bezeichnet. Ipse harmonia est, der Heilige Geist selbst ist Harmonie. Die Harmonie, die der Heilige Geist wirkt, dürfe man nicht mit einer gewissen Ruhe verwechseln, der Papst wörtlich. So kann in einer Gemeinschaft große Ruhe herrschen. Es kann ihr gut gehen, aber sie befindet sich dennoch nicht in Harmonie. Einmal, so der Papst weiter, habe ich gehört, wie ein Bischof etwas sehr Weises gesagt hat. In seiner Diözese ist es ruhig, aber wenn du dieses oder jenes Problem berührst, dann bricht sofort ein Krieg aus. Das allerdings sei dann eher eine ausgehandelte Harmonie und nicht die Harmonie des Heiligen Geistes, soweit Papst Franziskus. Möge uns der Heilige Geist einführen in den Zusammenklang der vielen Stimmen, die verschieden sein können, aber doch die Einheit suchen. Wir brauchen nicht immer einer Meinung sein, aber wir sollten uns mühen, immer mehr eines Sinnes zu werden, damit die Welt, unsere Gesellschaft, dem Evangelium glaubt. So bitte ich dich jetzt, lieber Bischof Georg, mit uns die Eucharistie zu feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch allen. Lieber Bischof Bertram, vielen Dank für die freundliche Begrüßung hier im Dom und das freundliche Willkommen, das wir schon durch viele Menschen hier in der Stadt Augsburg und im Bistum Augsburg erfahren durften. Es ist uns eine große Freude, hierher zu kommen im Frühjahr des Ulrichsjahres. Diese überragende Gestalt, die weit über die Stadt und das Bistum Augsburg hinaus Bedeutung hat, begleitet sie in diesem Jubiläumsjahr und gibt ihnen Impulse auf den Weg, wie wir denn auf Gott besser hören können, um seine Stimme zu erkennen, seine Wege zu gehen. Das wollen auch wir Bischöfe tun in den kommenden Tagen. Und deshalb ist es gut, dass wir mit der Feier der Heiligen Messe beginnen, mit Ihnen gemeinsam, liebe Schwestern und Brüder im Glauben. Und ich bitte Sie jetzt schon, begleiten Sie uns mit Ihrem Gebet, mit Ihren guten Gedanken, mit Ihrer Unterstützung im alltäglichen Zeugnis für unseren Herrn. Und ihn wollen wir jetzt begrüßen. Thank you.
Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er nehme Sünde und Schuld von uns, damit wir ihm mit freiem Herzen dienen. Amen. Lasset uns beten. Gott, unser Heil, gib uns die Gnade, umzukehren zu dir. Erleuchte unseren Verstand, stärke unseren Willen, damit uns diese Zeit der Buße zum Segen wird. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Levitikus. Der Herr sprach zu Mose: Rede zur ganzen Gemeinde der Israeliten und sag zu ihnen: Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Ihr sollt nicht stehlen, nicht täuschen und einander nicht betrügen. Ihr sollt nicht falsch bei meinem Namen schwören. Du würdest sonst den Namen deines Gottes entweihen. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Nächsten nicht ausbeuten und ihn nicht um das Seine bringen. Der Lohn des Tagelöhners soll nicht über Nacht bis zum Morgen bei dir bleiben. Du sollst einen Tauben nicht verfluchen und einem Blinden kein Hindernis in den Weg stellen. Vielmehr sollst du deinen Gott fürchten. Ich bin der Herr. Ihr sollt beim Rechtsentscheid kein Unrecht begehen. Du sollst weder für einen geringen noch für einen großen Partei nehmen. Gerecht sollst du deinen Mitbürger richten. Du sollst deinen Mitbürger nicht verleumden und dich nicht hinstellen und das Blut deines Nächsten fordern. Ich bin der Herr. Du sollst in deinem Herzen keinen Hass gegen deinen Bruder tragen. Weise deinen Mitbürger zurecht, so wirst du seinetwegen keine Sünde auf dich laden. An den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei. Deine Worte, Herr, sind Geist und Leben. Deine Worte, Herr, sind Geist und Leben. Die Weisung des Herrn ist vollkommen und gut. Sie erquickt den Menschen. Das Gesetz des Herrn ist verlässlich, den Unwissenden macht es weise. Deine Worte, Herr, sind Weis und Leben. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Deine Worte, Herr, sind Geist und Leben. Die Furcht des Herrn ist rein, sie besteht für immer. Die Urteile des Herrn sind wahr.
gerecht sind sie alle. Sie sind kostbarer als Gold, als Feingold in Menge. Sie sind süßer als Honig aus Waben. Die Worte meines Mundes mögen dir gefallen. Was ich im Herzen erwäge, stehe dir vor Augen. Herr, mein Fels und meine Erlöse. Zeit der Gnade, jetzt ist hier da, der Tag der Rettung. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen
und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er zu denen auf der Linken sagen: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder fremd oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden weggehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber zum ewigen Leben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ruhm und Ehre sei dir, Christus. Liebe Geschwister im Glauben, als ich mich fragte, welche Worte aus diesen beiden Lesungen berühren dich, welche stecken in dir und kommen wieder, da fielen mir diese drei ein: Was ihr für einen dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr, euer Gott. Man könnte sagen, sie bilden das Grundgerüst des Glaubens. Und als biblische Orientierung stehen sie gewiss nicht zufällig am Anfang der Fastenzeit, denn in diesen Wochen wollen wir uns ja neu auf den Kern des christlichen Lebens ausrichten. Wenn die Vita des heiligen Ulrich, die kurz nach seinem Tod verfasst wurde, diesen außergewöhnlichen Bischof und Schutzpatron der Stadt und des Bistums Augsburg als trostspendend, mitfühlend und zuhörend beschreibt, dann heißt das für mich, er hat diese Weisungen beherzigt, die Werke der Barmherzigkeit getan, die goldene Regel mitfühlend umgesetzt und das Ohr des Herzens weit gemacht, um den Willen Gottes in der Nachfolge Jesu und im Anruf der Wirklichkeit jeden Tag zu suchen und zu befolgen. Was ihr für einen dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr, euer Gott. Wenn sich so unser christliches Lebensmodell in seinen Grundkonstanten beschreiben lässt, dann müssen wir uns gleichzeitig eingestehen, dass dieses Lebensmodell heute offenbar nicht mehr besonders attraktiv ist. Die im November veröffentlichte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung belegt, wie gering die Rolle ist, die der Glaube in der Gesellschaft hierzulande noch spielt.
Wir werden uns bei einem Studientag am Mittwoch damit beschäftigen, was die Einsichten dieser Studie, an der sich mehr als 5000 Menschen beteiligt haben, für uns bedeuten. Jedenfalls können wir nicht einfach weitermachen wie bisher. Gott ist nicht mehr geläufig. Das ist die Quintessenz eines Umfrageergebnisses, das besagt, was wir lange schon spüren: Unsere Gesellschaft wird zunehmend säkular. Und das betrifft nicht nur Menschen außerhalb der Kirche. Weder ein kämpferischer Atheismus noch die viele Jahre bemühte Gleichgültigkeit gegenüber Gott und Fragen des Glaubens beschreiben es zutreffend. Wir sind vielmehr von einem posttheistischen Klima umgeben. Da können wir lange ein Leben ohne Gott als defizitär beschreiben. Religionssoziologisch müssen wir wahrnehmen, dass Menschen selbst entscheiden, was sie als Verlust oder Frage oder Sehnsucht empfinden. Jeder Mensch bleibt vorläufig sich selbst eine ungelöste Frage, die er dunkel spürt. So hatte das Zweite Vatikanische Konzil in seiner Pastoralkonstitution einfühlsam formuliert. Und weiter: auf diese Frage kann nur Gott die volle und ganz sichere Antwort geben. Das mag aus theologischer Sicht nach wie vor seine Berechtigung haben. Es entfaltet aber auf persönlicher Ebene kaum mehr Relevanz. Ich bin der Herr, euer Gott, verliert sich zunehmend wie ein Echo in den Weiten des Raumes. Und offensichtlich ist es so, dass der säkularisierende Großtrend, dass Entchristlichung und Entkirchlichung weder durch strukturelle Optimierungsprozesse in der Kirche noch durch Initiativen neuer Evangelisierung einzelner Menschen grundlegend aufzuhalten wäre, obwohl beides seinen großen Wert hat. Ich bin gespannt, wie wir die Ergebnisse der Studie in aller Ehrlichkeit und Bescheidenheit interpretieren werden. Mir sind in der Beschäftigung über die vergangenen Monate drei Aspekte wichtig geworden. Erstens: was sich in den Mehrheitsverhältnissen der deutschen Bevölkerung bereits zeigt, wird weiter voranschreiten. Wir werden als Christinnen und Christen zu einer Minderheit. Das Modell des volkskirchlichen Milieus wird abgelöst von einer Diaspora-Situation, wie sie besonders im Osten Deutschlands bereits lange erfahren wird. Das Christsein wird vermutlich in Zukunft immer stärker zu dem, was es ganz zu Beginn war: eine Alternative zum Mainstream. Darum finde ich es geradezu wegweisend, dass der Katholikentag dieses Jahr in Erfurt stattfindet. Denn wir können von den Glaubensgeschwistern dort lernen, wie man Christsein als Minderheit kreativ und einladend gestaltet, ohne in sektenhafter abgeschottete Überheblichkeit abzugleiten oder aber resignativ den großen Horizont des Auftrags für alle und für die Welt aus den Augen zu verlieren. Zweitens: vermutlich haben wir in den vergangenen Zeiten zu selbstverständlich angenommen, die Menschen wüssten schon, was Kirche ist und was den Glauben ausmacht. Nein, das sollten wir nicht voraussetzen und in aller Demut damit beginnen, den Menschen in all unseren kirchlichen Vollzügen und im persönlichen Leben so zu begegnen, dass sie vielleicht zu fragen beginnen. Und dabei ist jede und jeder mit seinem Beitrag gefragt. Niemand sollte sich zurückhalten, weil er oder sie denkt: auf mich kommt's doch nicht an, ich bin doch im Großen und Ganzen ziemlich unbedeutend. Nein, jede und jeder von uns ist Zeugin für Christus.
Und drittens, unser Sprechen von Gott wird sich verändern müssen. Dringend. Wir tun ja als Kirche immer noch so, als wüssten wir eindeutig, wie Gott ist und was er von uns erwartet. Doch in weiten Teilen haben unsere Bilder von Gott und unser Reden über ihn den Anschluss an das Wissen unserer Zeit verloren. So treiben wir nachdenkliche Zeitgenossen nicht selten in einen Spagat zwischen Glauben und Lebensrealität, und den hält man nicht gut aus. Man löst ihn besser auf, wie es leider zunehmend viele tun. Alles geläufige Gottsagen jedenfalls bedarf der Prüfung. Das gilt für die lehrmäßige kirchliche Vereinnahmungstendenz ebenso wie für alles banalisierende und trivialisierende Gerede. Gott klingt wie eine Antwort, hat lange schon Kees Noteboom in die Diskussion eingeworfen, und das ist das Verderbliche an diesem Wort. Er hätte einen Namen haben müssen, der wie eine Frage klingt. Eine weitere Einsicht verdanke ich der Beschäftigung mit dem Evangelium heute. Mir wurde klar, wie sehr die Deutung biblischer Texte beeinflusst wird von wechselnden persönlichen und gesellschaftlichen Situationen. Üblicherweise wird die Rede des wiederkommenden Menschensohnes im Sinne eines umfassenden Humanismus ausgelegt. Wenn das Gericht jede und jeden trifft, dann werden alle, die nicht oder nicht ganz zum Glauben an den Erlöser Jesus Christus finden konnten, nach dem Kriterium beurteilt, ob sie ihren Mitmenschen in Not beigestanden haben. Hier auf den Straßen der Welt findet das jüngste Gericht statt. Die Armen werden unsere wahren Anwälte sein. Diese Auslegung gilt. Und ihr Impuls ist zutiefst christlich. In einer christlichen Mehrheitsgesellschaft kämen wir kaum auf die Idee, uns Glaubende als diejenigen zu denken, die der Hilfe und barmherzigen Zuwendung bedürfen. Doch genau das war nach Meinung der meisten Exegeten die eigentliche Stoßrichtung des Evangelisten. Als Matthäus sein Evangelium schrieb, da hatten sich in vielen Städten der damals bekannten Welt bereits kleine christliche Gemeinden gebildet. Viele waren in Bedrängnis wegen ihres Glaubensbekenntnisses. Hunger, Durst, Armut, Obdachlosigkeit und Gefangenschaft gehörten zum Alltag. Auf geradezu anstößige Weise identifiziert sich der Menschensohn mit seinen Jüngerinnen und Jüngern. Sie, die er in alle Welt ausgesandt hat, sind mit den geringsten Brüdern gemeint, nicht alle Notleidenden dieser Welt. Und wenn der Meldenrichter kommt, womit die frühe Christenheit bald rechnete, dann werden die anderen danach beurteilt, wie sie sich gegenüber den kleinen christlichen Gemeinschaften verhalten haben. Haben sie ihnen geholfen, dann haben sie auch Anteil am Reich Gottes. Ich muss ehrlich gestehen, für meine Ohren klingt eine solche Auslegung immer noch ungewohnt, kaum zu glauben. Sie mag ja gelten für die vielen, die in unseren Tagen wegen ihres christlichen Glaubens verfolgt und benachteiligt werden. Sie dürfen aus der Rede des Menschensohnes Zuversicht schöpfen. Aber wir? Wenn es jedoch so ist, dass wir als Gläubige zunehmend zu einer Minderheit werden und die Kirche zur Diaspora-Gemeinde, dann dürfen wir uns mit diesem Evangelium die frohe Botschaft sagen lassen: Gott hat die Rettung der Welt an das gebunden, was er mit Abraham angefangen hat. Israel
und die Kirche sind Gottes Werkzeug zum Heil aller Menschen. Und ich ahne, was das heißt. Wir selbst als Kirche brauchen die Zusage Jesu und seine mitfühlende Nähe. Von uns, den Glaubenden, verlangt die Jüngerschaft nämlich viel. Ein Bekenntnis, das sich in unserem ganzen Leben durchbuchstabiert. Als Minderheit werden wir zunehmend darauf angewiesen sein, dass man uns einlädt, unseren Argumenten zuhört, mit uns zu kooperieren bereit ist in den vielen herausfordernden gesellschaftlichen Fragen, die nach Lösungen suchen. Als Einzelne und als Kirche haben wir uns längst noch nicht an diese Situation gewöhnt und die nötige Bescheidenheit gelernt. Da ist es gut, Gesprächspartnern zu begegnen, die zuhörend, mitfühlend, trostspendend unsere Anliegen aufnehmen und unterstützen. Es hilft zu wissen, dass sich der Menschensohn auch mit uns heute identifiziert und anderen ihre Menschlichkeit lohnt. Ja, liebe Geschwister, das Evangelium wird von denen ganz verstanden, die es wirklich brauchen. Amen. Lasst uns miteinander Fürbitte halten. Lasst uns beten für die Kirche Gottes in unserem Land und auf der ganzen Erde. Herr, erbarme dich. Segne dein Volk und bewahre dein Erbe. Behüte und führe uns alle Zeit. Lasst uns beten für unseren Papst Franziskus. Herr, erbarme dich. Stärke ihn, behüte ihn und erhalte sein Leben. Lass ihn ein Segen sein für die Welt. Lasst uns beten für unsere Bischöfe, Priester und Diakone. Herr, erbarme dich. Erfülle sie mit Freude an ihrem Dienst. Lass reifen in ihnen die Liebe zu dir und den Menschen. Lasst uns beten für die Ordensleute. Herr, erbarme dich. Sei ihnen ein fester Halt und Quelle der Kraft. In guten wie in schweren Tagen. Lasst uns beten für die Menschen in Seelsorgeberufen und für alle, die in Caritas und Pflege, in Beratungsdiensten, in Kitas, Schulen und Jugendarbeit Zeugnis geben. Herr, erbarme dich. Ermutige sie, das Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen. Und die Kirche mit vielfältigem Leben zu bereichern. Lasst uns beten für alle, die sich auf einen Dienst in der Kirche vorbereiten. Herr, erbarme dich. Festige ihre Schritte auf deinem Weg. Und lass sie deinem Ruf mit froher Bereitschaft folgen. Lasst uns beten für alle, die das Evangelium in ihren Familien und mitten in der Gesellschaft bezeugen. Herr, erbarme dich. Sei in ihren Herzen und auf ihren Lippen. Verbinde sie in Verständnis und Liebe. Lass sie aus der Kraft des Glaubens leben. Lasst uns beten für alle, die sich auf die Taufe vorbereiten. Herr, erbarme dich. Rufe sie in dein Licht. Und führe sie auf deinen Wegen. Lasst uns beten für die Einheit der Christen. Herr, erbarme dich. Gedenke aller, die auf deinen Namen getauft sind. Und führe zusammen, was getrennt ist. Lasst uns beten für alle, die in der Kirche Missbrauch an Leib und Seele erfahren mussten. Herr, erbarme dich. Wende dich ihnen zu und halte sie. Lass sie mutig nach vorne sehen und ihr Leben meistern. Lasst uns beten für alle,
die um des Glaubens willen verfolgt werden. Herr, erbarme dich. Sei ihnen Sternenlicht in der Nacht. Gib ihnen Kraft und erhalte sie in der Treue zu dir. Lasst uns beten für alle, die politische Verantwortung tragen. Herr, erbarme dich. Sende ihnen den Geist der Weisheit und der Einsicht. Den Geist des Rates und der Gottesfurcht. Lasst uns beten um Frieden in der Ukraine, im Heiligen Land und in aller Welt. Herr, erbarme dich. Jesus Christus, du Fürst des Friedens. Komm mit deinem Frieden. Lasst uns beten für Menschen auf der Flucht und für alle, die ihnen Aufnahme und Fürsorge schenken. Herr, erbarme dich. Befreie sie und gib ihnen Zukunft. Nimm alles von ihnen, was sie bedrängt. Lasst uns beten für die Menschen, die von Unglück, Krieg, Krankheit und Katastrophen heimgesucht wurden und für alle Opfer von Terror und Gewalt. Herr, erbarme dich. Sieh an ihre Not und rette sie. Sende ihnen Hilfe und heile alle Wunden. Lasst uns beten für alle, denen die Erneuerung der Kirche am Herzen liegt. Herr, erbarme dich. Zieh uns an dein Herz, stärke Glauben und Verstand, damit wir deinen Willen erkennen und leben. Lasst uns beten für alle, die nicht glauben und doch nach der Wahrheit suchen. Herr, erbarme dich. Hilf ihnen, der Stimme ihres Gewissens zu folgen. Tu ihnen die Augen auf und lass sie deine Spuren erkennen. Lasst uns beten für uns selbst. Herr, erbarme dich. Deine Gnade komme über uns. Und begleite uns heute und auf allen unseren Wegen. Amen. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir bringen diese Gaben dar und weihen uns dir im Opfer deines Sohnes. Nimm den Dienst deiner Kirche an, übe Nachsicht mit unserem Versagen und heilige unser Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn jedes Jahr schenkst du deinen Gläubigen die Gnade, das Osterfest in der Freude des Heiligen Geistes zu erwarten. Du mahnst uns in dieser Zeit der Buße zum Gebet und zu Werken der Liebe. Du rufst uns zur Feier der Geheimnisse, die in uns die Gnade der Kindschaft erneuern. So führst du uns mit geläutertem Herzen zur österlichen Freude und zur Fülle des Lebens durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir deine Größe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Ulrich und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Bertram und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner erlöst. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind. Verstorbene Brüder und Schwestern und alle, die in deine Gnade aus dieser Welt geschieden sind, nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, die du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinen Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Durch Kreuz und Auferstehung unseres Herrn kommt der Friede wahrhaft in die Welt. Beten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Schenken wir uns einen bewussten Augenblick des Friedens und auch der Versöhnung.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns Anteil gegeben am heiligen Mahl. Lass uns an Leib und Seele gesunden, schenke uns durch dieses Sakrament deine Hilfe und die ewige Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Danke sage ich allen, die diesen festlichen Gottesdienst vorbereitet und mitgestaltet und ihnen allen, die sie mit uns gefeiert haben, den Chorknaben, dem Kantor, Lektorin, den Kommunionspendern und vor allem den Messdienerinnen und Messdienern des Domes. Wunderbar, dass ihr heute Abend da wart und uns Bischöfe und viele hier im Augsburger Dom begleitet habt. Danke für euren Dienst. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.